Willkommen zurück, nachdem wir jetzt das letzte Mal die ja doch sehr unangenehme Aufgabe des Flussaushebens, sage ich mal, hinter uns gebracht haben, können wir jetzt endlich mit angenehmeren Sachen weitermachen. Was in diesem Fall wahrscheinlich jetzt erstmal die Brücke wäre. Habe ich denn überhaupt noch genug Holz? Ich weiß es gar nicht. Quatsch, das war hier. Anderthalb Stacks. Das könnte unter Umständen funktionieren. Bling. Bling, bling. Bling, bling. So, ich wollte Platz machen. Erstmal du weg. Und das kann mal hier rein. Das ganze Grünzeug hatte ich. Nee, hier hatte ich den Bambus drin. Grünzeug kommt auch mal hier rein. Zack, 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 zack. Habe ich denn den Kram hier? Ah. Ich muss gleich mal abladen gehen. Ah, es ist doch ein Traum. Wobei, ich könnte das Holz mal noch gerade rausnehmen. Dafür noch Erde rein. So. Und ich muss mal kurz leiser machen. So. Gut. Ich wollte die Brücke ja eigentlich so machen wie die andere. Deswegen werden wir mal sagen. Ich glaube, fünf Platz hatten wir in der Mitte. Das reicht eigentlich komplett hierfür, dass wir dann die Pfeiler erstmal hier hin machen. So. Zack, zack, zack. Und dann waren es hier vier. Eins, zwei, drei, vier. Und dann kommt das hier hin. Hey, das passt ziemlich gut. So, dann kommt hier der nächste hin. Und hier der nächste. Bup, bup, bup. Wieder unsichtbar. Dankeschön. So, dann haben wir hier praktisch die tiefe Stelle komplett frei. Das ist schön. Dann geht es hier weiter. Du da, 1, 2, 3. Und, oh, hier ist Stein. Du da. Blub, blub, blub. Natürlich halt hier eingelassen, damit man das Gefühl hat, dass das so im Boden eingelassen ist. Sieht etwas solider aus, sage ich mal. Eigentlich kann ich mal gerade noch den Sand hier wegmachen. Muss ich doch noch mal ganz kurz hier Erde holen. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Wollte gerade sagen, wo ist denn der Sand hin? Also, zack. Hier noch so. Hier muss ich aber sowieso noch ein bisschen anpassen. So. Ach, hier hat man die Höhle. Ich mache jetzt mal gerade einfach so ein bisschen zu. So. Dann haben wir hier wieder 1, 2, 3, 4. Dann kommt hier einer hin. Und ich hätte sie vielleicht. Ach. Hätte es vielleicht. Müssen mich verarschen? Dann nehme ich halt Werkzeug. So. Meine Güte. Funktioniert heute mal wieder echt gut. So, ich wollte hier zumachen. Beziehungsweise eigentlich wollte ich Reis essen, aber dann habe ich gesehen, dass mein Hunger voll ist und dann habe ich einfach anderes Essen weggeworfen. Macht man ja auch so. So. Gut. Dann muss ich mal wegen der Höhe gucken. Ich glaube, das war dann hier so. Einmal 1, 2, 3, 4. Wäh. Und so. Dann geht's hier weiter. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4, 5. Ist doch ganz schön hoch. Uäh, aua. Mit dem Holz, das wird etwas eng. Heppala. 1, zack, 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 zack. Moment. So, ne? Ja, gut. Zack, zack, zack und zack.
komme noch eins höher. Und dann hier drüben. Aua. Eins, zwei, drei und vier. Und eins, zwei, drei und vier. So. Hab ich denn noch Slabs? Fünf Stück. Das ist ja jetzt nicht so viel. Ich guck mal, was ich da noch rausholen kann. Dass man zumindest schon mal angenehm rüberlaufen kann. So. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, ich hatte hier dann so gemacht, ne? Bing, bing. Wobei ich das hier nochmal so einlasse, damit das nach was aussieht. So und so. Und ich mache das mal gerade drüben auch noch. Den Sand mitnehmen. Muss hier am Rand durch, glaube ich, noch ein paar Schönheitskorrekturen machen. Zum Beispiel da ist noch Stein. Aber das hat es ja jetzt erstmal nicht eilig. So, hey. So, zack, zack. Und hier so. Zack, zack. Und zack, und zack. Und da wäre unser Holz leer. Wunderbar. Oder auch nicht so. So, dann fängt das hier an. Jetzt hier hoch. Und noch eins hoch. Und ja, ich habe mir nochmal angeguckt, wie die andere Brücke ungefähr ging. Und das scheint gerade ganz gut zu funktionieren. Zumindest sieht es nicht so bescheuert aus. Dann hier dasselbe. Einmal, dann geht es eins höher. Und nochmal eins höher. Ach, ein Traum. Ja, ist diesmal halt ein bisschen höher als die andere. Wir müssen das jetzt natürlich von unten noch auskleiden, weil soll ja eins dicker sein. Das heißt, dann kommt hier noch so. Na toll, das sollte nicht dahin, aber da sollte noch eine andere Schicht hin. So. Ach, wir haben ja noch. Ha! So, jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich mir noch ein kleines Gerüst bastel. So, dass wir das Wasser nicht nochmal wegmachen. Das wäre nämlich nicht so toll. Okay, mehr haben wir nicht mehr. Aber hat sogar fast noch gereicht. Ich bin erstaunt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch hier so ein paar Schönheitskorrekturen am Fluss. Und passen halt hier auch noch so die Ränder an. Aber dann sieht das hier doch schon ganz manierlich aus. Klack, klack, klack. Ah, hier muss ich auch noch zumachen, ne? So irgendwie in der Richtung und dann hier so. Du vielleicht weg. So schon mal als Andeutung ganz zumachen werde ich das später irgendwann mal. Hat's ja jetzt auch nicht so eilig. Vor allem habe ich gerade nicht so wirklich Lust darauf. Jetzt schon genug hier Terraforming betrieben. Machen wir jetzt nur noch das Nötigste. So. Das müsste auch schon reichen. Ja, nicht ganz. Hier so noch ein bisschen weg. So, du noch. Und du noch. Und du noch. Und du noch. So. Das müsste jetzt aber so passen. Dann haben wir hier die Stelle noch. Die muss definitiv noch etwas beschönigt werden. Und dann haben wir bald. So. Spielt eigentlich von euch jemand, ja, random Thema, random Umschwung, spielt jemand von euch dieses, Moment, wie war der genaue Name? PewDiePie's Tube Simulator war es, glaube ich. Oder zumindest irgendwas Ähnliches.
Scheint ja momentan auch irgendwie ein bisschen im Trend zu sein, sage ich mal. Man liest jedenfalls öfter mal auf Twitter, dass ein paar Leute ihre Nicknames rausballern. Aber ich muss auch sagen, ich spiele es auch ein bisschen. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Ich bin zwar jetzt nicht unbedingt ein großer, großer Fan von PewDiePie. Was nicht heißen soll, dass ich den Kerl scheiße finde, nur er ist mir ein bisschen zu, wie sagt man auf gut Deutsch, hibbelig. Also ein bisschen zu laut, schreit viel rum. Ist jetzt nicht unbedingt so das, was ich unbedingt gucke. Also kurz gesagt, er ist mir halt ein bisschen zu anstrengend. So als Person finde ich ihn eigentlich ganz cool. Nur wie gesagt, seine Videos kann man sich mal einmal, zweimal geben, aber ne? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber zum Spiel. Das finde ich eigentlich ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Zumindest haben sie es meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelöst, was Werbung angeht. Es ist halt nicht so wie bei vielen anderen, dass einfach mal random ein Werbespot kommt oder dass du irgendwo einen blöden Banner hast oder so. Sondern du kannst ja aussuchen, wann du Werbung gucken willst. Und wenn du Werbung guckst, kriegst du halt ein paar Goodies im Spiel. Heißt, ich meine, es ist ein Tube Simulator, da gibt es ja mittlerweile auch ein paar von. Du musst halt hier deinen YouTube-Channel machen, wo du dann halt hier Views und Subscriptions und so weiter sammelst und hast dann hier dein Zimmer, das du einrichtest. Sowas halt. Und ja, wenn du dann halt so Videos guckst, erhöhst du halt für eine gewisse Zeit die Views, die reinkommen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das ist nicht irgendwie erzwungen oder aufdringlich von wegen, ja, nimm jetzt das hier, indem du Video guckst, dass halt so Pop-Ups kommen, sondern es ist sehr, also es ist wirklich sehr, wie nenne ich es, bescheiden, was das angeht. Das finde ich sehr gut. Und es funktioniert ja auch. Ich meine, ich klicke auch einmal in der Stunde, wo du den Boost nochmal machen kannst, mache ich das auch. Dann guckst du halt den Spot. Und ich denke mal, dass da genug Video, also Werbung, Klicks reinkommen, um das zu finanzieren. Und die Leute werden halt nicht genervt. Und sowas mag ich halt sehr. Weil es ist gut für die Entwickler, die bekommen ihr Geld, weil die Werbung auch dann geguckt wird. Und es ist gut für die Spieler, weil es denen halt nicht auf den Sack geht. Und diese Konzepte finde ich halt richtig cool. Das machen sehr, sehr viele Idle Games, was es ja letzten Endes auch ist, weil du verbringst halt einen Großteil des Spiels einfach mit Warten. Aber ich muss sagen, ich mag solche Spiele eigentlich. Es ist halt einfach zum Nebenbei mal reingucken. Du verschwendest nicht so viel Zeit dran, aber du hast trotzdem, ich sag mal, dein Erfolgserlebnis, wenn du halt irgendwas bekommst. Und es ist eigentlich ganz witzig gemacht, zumindest das Spiel jetzt in der Hinsicht, weil PewDiePie das halt komplett vertont hat. Ich meine, ich habe meistens die Dinger auf lautlos, aber es ist halt eigentlich so eine witzige Kleinigkeit. Also falls es jemand spielt, ihr könnt ja gerne mal eure Nicknames hier raushauen. Ich guck dann mal. Was heißt, ich guck da mal, ich werde euch höchstwahrscheinlich adden, weil man hat ja keine Nachteile. Hier könnte ich eigentlich auch ein bisschen wegkloppen. Ja, man hat ja keine Nachteile durch. Man kann halt seinen, ich sag mal, Freunden in dem Spiel, also den Leuten, die man da hinzugefügt hat, kann man Geschenke schicken, einmal am Tag. Und halt dann dementsprechend auch von den Leuten Geschenke erhalten. Ist zwar, also der Mr. Fail spielt das auch. Also falls ihr uns da adden wollt, der gute Herr Fail hat den Nickname The Failor. Also The, im Englischen der, die, das. Und Failor. F-A-I-L-0-R. Ich hoffe, der ist mir nicht böse, wenn ich das hier raushaue. Ich habe ihn vorher nicht gefragt, aber ich meine, was soll's. Kriegt er halt Geschenke in dem Spiel. Muss er mit leben. Und ich habe unseren praktisch YouTube-Namen hier benutzt.
Weil ich meine, du machst einen YouTube-Kanal, wir haben einen YouTube-Kanal, ist irgendwo naheliegend. Auf jeden Fall, mich findet ihr unter Freddy and Fail, genauso wie was sie auf YouTube geschrieben haben. Wobei, nee, ohne Leerzeichen. Ich glaube, hier auf YouTube haben wir es mit Leerzeichen. Auf jeden Fall Freddy and Fail einfach aneinander geschrieben. Dann, falls ihr Bock habt. Jo, aber ich finde Idle Games so ganz cool. Was mich halt die ganze Zeit schon ein bisschen, was heißt aufregt, aber was ich schade finde, ist, dass sie das Original Cookie Clicker nicht auch mal auf mobile Systeme gebracht haben mittlerweile. Es gibt halt viele Clones, aber ich weiß nicht, die reizen mich nicht so. Weil ich halt schon etwas länger ein Fan von dem originalen Cookie Clicker bin. Das ist einfach so schön gemacht mit der Grandma Apocalypse oder wie sie es genannt haben. Den ganzen Scheiß ist einfach so schön durch. Ah, das fände ich noch schön. So, jetzt erstmal hier rohen Reis fressen. Gut, aber dann haben wir hier hinten auch schon mal weitergemacht. Das hier, ach komm, das fülle ich auch gerade auf. Und ich mache jetzt auch nicht so noch ein großes Trara wegen den Pflanzen hier. So. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wir haben mittlerweile doch schon gut was gesammelt, was das angeht. So, machen wir hier noch zu. Huch. Dann sieht das hier auch ganz manierlich schon mal aus. Bing, bing, bing. So. Zack, 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 zack. Zack, zack. So. Jo, dann hätten wir nur noch diesen Klotz hier in der Mitte. Ich muss schon nochmal Platz machen hier. Furchtbar, furchtbar. Kann ich hier noch irgendwas dazu schmeißen? Schade, nein. Die Eimer kann ich aber wieder weglegen. Ich hoffe ja mal, dass ich sie nicht mehr brauchen werde. Aber, dann kann ich eigentlich mich hier schon mal gerade ein bisschen hochbuddeln. Weil das ist doch etwas hoch, dass ich hier oben schon mal zwei Schichten oder so wegmache. Oder dass ich das hier einfach gerade weggrabe. Und dann kann ich den Rest von unten machen. Nur so weit über Kopf arbeiten ist immer ein bisschen nervig. Ich wette, ihr könnt dieses Geräusch, wenn man Erde abbaut, wo Gras drauf ist, auch nicht mehr hören. Aber ist es ja nicht mehr viel, dann haben wir das hier hinter uns. Es ging um echt sein doch schneller, als ich dachte. Wie lange sind wir jetzt dran? Das ist die vierte Folge, wo wir, glaube ich, hier rumwerkeln. Dann haben wir hier einen schönen Zugang zum Sumpf. Beziehungsweise ich muss halt noch den Weg verlegen, ist klar. Ich kann auch mal die Bäume hier wegmachen. So, weg mit dir. Ups. So. Und weiter graben gehen. Ach du Gott, die Folge ist ja auch schon nochmal bald rum. Oh, das geht alles viel zu schnell. Aber ein bisschen haben wir noch. Ein paar Minütchen. Die Schicht hier kriegen wir noch fertig. Ja, falls ihr noch coole Idle Games kennt, also zumindest auf mobilen Systemen. Am besten hier für iPads, weil ich muss sagen, ich spiele sowas lieber auf dem Tablet als auf dem Smartphone. Ich habe halt ein Android-Handy und ein Tablet von Apple. Ja, ich bin so ein komischer Mensch, der beides hat. Wobei, wenn man mich fragen würde, würde ich halt eher Android sagen, weil, ne? Apple schränkt einen doch sehr ein. Aber ich muss sagen, die iPads sind eigentlich ganz cool. Zumindest, ich habe jetzt so ein iPad Mini. Die reichen. Hab mir das ja hauptsächlich geholt für PDFs. Und halt ein bisschen rumspielen, ist klar. Aber es ist halt angenehm, wenn man gerade die Vorlesungsskripts und so weiter dann als PDF immer hat.
wenn man die dann auf dem Tablet angucken kann. Und Android-Tablets, weiß ich nicht, habe ich jetzt keins gefunden gehabt, wo ich wirklich gesagt hätte, okay, das läuft. Und dann hatte halt irgendjemand, also was heißt irgendjemand, einer von meinen Freunden hatte halt so ein iPad Mini, da habe ich mir angeguckt und das war eigentlich für meine Zwecke ausreichend, sage ich mal. Da habe ich mir dann auch so eins geholt. War halt auch nicht das Neueste, deswegen war es preislich noch ganz okay. Aber jo. Habe ich halt auch mal was von Apple. Muss man ja auch mal zugeben dann. Ich schäme mich zwar dafür, aber naja. So. Ich würde sagen, ich laufe jetzt noch einmal schnell zurück. Und lade mal Kram ab. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich glaube, das ist sinnvoller. Vor allem, weil der Rucksack ja einfach schon voll ist. Ich habe so viel Erde. Ah, da sieht man die Brücke. Ist ja auch noch nicht ganz fertig. Da könnte man jetzt auch, würde ich sagen, bevor wir noch zurückgehen, noch einen Baum fällen, dass wir da nochmal Holz haben und das fertig machen können. Dann, ich glaube, Laternen habe ich auch nicht mehr genug, ne? Ach, bei weitem nicht eine. Ich brauche, glaube ich, 8. Da muss ich auch nochmal welche machen. Deswegen müssen wir da mal gucken. Ich würde sagen, als erstes lege ich mal die Erde weg. Da haben wir ja am meisten von. Das war hier. So, da haben wir noch ein bisschen Platz drin. Beziehungsweise, ich gehe mal gerade zum Kompost. Da kommt ja dann auch noch einiges drauf. Ach, die sind leer. Was ist denn das? So. Die können weg, sind wir mal ganz ehrlich. Mache ich es am besten. Ach du Gott. Ach du Kacke. Warum? Ja, und hier habe ich den ja auch noch. Bambus, furchtbar. So, flup, 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 flup. Der ist voll. Der ist auch voll. Dann machen wir noch so. Und zack. Jo, das war's damit. Dann hatte ich hier ja noch von dem Gras ein bisschen. Kommt dann noch weg. Zack, zack. Und von dem Gras, zack. Dann die Setzlinge behalte ich mal noch hier. Die werde ich sicherlich nochmal einpflanzen können da hinten. Dann mache ich mal gerade vorerst den hier, dass ich Platz habe für Erde. So, zack, zack. Wobei das hier kommt eher in den Rucksack, da kannst du nämlich auch bleiben. Dann aber ganz viel Erde. Ganz, ganz, ganz viel Erde. Viel zu viel Erde. Ist schon ein Haufen Zeug, ey. Meine Herren. Das kommt jetzt alles erstmal in die Kiste. Haben wir wirklich so viel da hinten weggeholt? Was tue ich euch nur an? Okay, die kriegen wir auf jeden Fall noch voll. Beziehungsweise die ist schon voll. Pum. Ach du Gott. Die war nicht mal halb voll vorhin. Also das Grünzeug, das kommt halt noch irgendwie. Ah, wir haben aber noch einiges an Stein rausgeholt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und einiges an Sand. Ich habe mir noch Gedanken gemacht, dass ich bald nochmal in die Wüste muss. Ha. So. Orten wir das hier mal noch ein bisschen schön an. Zack, zack, zack. So. Den Krimskrams, den Krimskrams. So. Zuppel, die Zupp und schwupp.
So, das sieht doch schon noch mal etwas manierlicher aus. Dann den grünen Grams noch weg und dann war's das mit der Folge hier. Ach ja, aber die Brücke steht schon mehr oder minder. Der Berg wird immer kleiner, der Fluss ist gerichtet. Es geht voran. So, hier hatten wir noch Plant Megapack Sachen. Beziehungsweise jetzt mal gucken, ob es hier drin ist. Das ist Plant Megapack, das ist hier drin. Plant Megapack, Plant Megapack. Extra Biomes, Biomes of Plenty, Plant Megapack. Dann Plant Megapack, Plant Megapack, Plant Megapack. Dann euch beide noch. Dann haben wir hier einmal Biomes of Plenty, Algen und. Moment, extra Biomes war hier, ne? Jawohl, zack. Gut. Dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal da hinten weiter. Und dann haben wir bald auch eine Brücke in den Sumpf. Und da können wir dann auch mal noch. Durch den Sumpf müssen wir sowieso noch laufen, weil ich glaube, da können auch Hunde spawnen. Da hätte ich gleich drauf kommen können, aber egal. Jedenfalls geht's da das nächste Mal weiter. Bis dann, tschüss.